Warte, es ist nicht so schlimm. Du kannst immer noch den Abschluss schaffen. Fletcher muss Noten gepostet haben. Ich habe gehört, er hat die halbe Klasse durchfallen lassen. Ja. Ich meine, oh, was für ein Mist. Gute Rückzieher, Em. Wenn die halbe Klasse durchgefallen ist, sind meine Chancen für die Jahrgangsbeste gerade gestiegen. Komm schon. Ha, 101,3%. Beste Note in der Klasse. Mit dem und der zusätzlichen Anerkennung für Trigonometrie gibt's niemanden, der einen höheren Durchschnitt hat als ich. Es wird wahrscheinlich ewig dauern, um meine Abschlussrede zu schreiben. Aber wenn ich jetzt anfange, habe ich vielleicht genug Zeit. Nein. Du hast recht, ich hätte schon vor Wochen anfangen sollen. Was habe ich mir dabei gedacht? Aufschieben ist niemals der richtige Weg. Du solltest dir das mal ansehen. Was? Jemand hat 101,7%? Vielleicht ist es eine gute Sache, dass du mit der Arbeit an der Rede noch nicht begonnen hast. Moment, aber wie ist das möglich? Ich habe bei jeder einzelnen Aufgabe eine 1 bekommen. Ich habe keinen Tag verpasst und ich habe alle extra Projekte gemacht. Ich verkörper nicht nur diese Klasse, ich verkörper diese Schule. Wer könnte schlauer sein als ich? Ich weiß nicht. Vielleicht Russell Chan oder Christina Winters? Russell kann keine trigonomische Funktion lösen, in seinem Leben nicht. Und Christina hat die Koordination einer unterirdischen Maulwurfsratte. Sie hat den Sportunterricht auf keinen Fall mit mehr als einer 2 bestanden. Es kann keiner von beiden sein. Julie Crenshaw. Glaubst du? Oh, sie muss es sein. Es gibt sonst niemanden in der Schule, der im Detail die Gesetze der Thermodynamik und Kernphysik erklären kann. Oder ein Shakespeare-Sonett Wort für Wort aus dem Gedächtnis kann. Und einen Tennisball über ein Netz schlägt mit der Kraft einer Williams-Schwester. Auch wenn es Julie ist. Die wählen erst in etwa 2 Wochen die Jahresbeste aus. Du hast also genügend Zeit, dich vorzubereiten. Du hast recht. Ich weiß nicht, warum ich mich so aufgeregt habe. Julie Crenshaw wird mich auf keinen Fall schlagen. Okay, kann mir jemand sagen, in welchem Jahr das Römische Reich offiziell gegründet wurde? Emily? 27 vor Christus. Es markiert das Jahr, in dem Octavian den Namen Augustus annahm und dann den Titel des ersten Bürgers trug. Also das Ende der Republik und die Gründung des Imperiums. Gute Arbeit. Mann, er dachte, er hätte dich. Bitte. Ja, Julie. Emilys Erklärung ist zwar richtig und die meisten Historiker würden dem zustimmen, dass es eine akzeptable Antwort ist. Aber könnte man auch sagen, dass die Schlacht von Actium im Jahr 31 vor Christus das Ende der Republik symbolisiert? Nachdem Kleopatra und Antonius schließlich besiegt waren, war Octavian der alleinige Herrscher von Rom und er fungierte in der Rolle als Kaiser. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Weißt du, das sind die Antworten, die jemanden zu einem vielversprechenden Doktoranden macht. Also gut, bevor ich es vergesse und uns die Zeit davonläuft, gebe ich euch unsere Aufsätze von der letzten Woche zurück. Und denkt daran, eure Abschlussaufsätze über die julisch-claudischen Kaiser sind am Ende des Monats fällig. Es ist also noch Zeit für Verbesserungen, wenn ihr dieses Mal nicht ganz so gut abgeschnitten habt. Was hast du bekommen? 101%. Das passiert, wenn man einen Anhang beifügt, kommentierte Bibliografie und Fotos. Oh. Lass mich das machen. Danke. Was? Lass mich das sehen. Wieso hast du eine höhere Punktzahl erreicht als ich? Ich habe diesen Aufsatz wochenlang recherchiert. Ich habe eine Primärquelle verwendet. Das kann nicht. Die einzige primäre Quelle wäre auf Latein. Ich weiß, ich habe es übersetzt. Ich kann Latein schreiben und lesen. Ich bin 6 Jahre lang auf eine katholische Schule gegangen. Ich muss zugeben, ich bin sehr, sehr beeindruckt von deiner Recherche, Julie. Wenn ich ein Wettbüro wäre, würde ich mein Geld auf dich setzen als Jahresbeste. In ein paar Wochen. Nun, Jahresbeste zu sein, ist nicht alles. Das ist nicht fair! Ich habe meine gesamte Highschool-Karriere dafür gearbeitet. Jahresbeste sollte mir gehören, nicht Julie. Das ruiniert meinen gesamten 10-Jahres-Plan. Du hast einen 10-Jahres-Plan? Werd Jahresbeste, Absolventin mit Summa Cum Laude aus Princeton. Geh zur Harvard Law School, werd zur Herausgeberin der Law Review ernannt, bevor ich zum obersten Gerichtshof gehe. Wow. Ich weiß nicht mal, was ich in 10 Minuten tun will.
Mein Punkt ist, dass ich nicht all diese AP-Kurse besucht habe, Geld für Nachhilfeunterricht bezahlt habe und jede einzelne Party verpasst habe, damit die letzten 4 Jahre umsonst waren. Ich habe nicht so hart gearbeitet, nur um von Julie blöde Crenshaw besiegt zu werden. Selbst wenn du in allem siegst von jetzt bis wenn sie die Auswahl treffen, wirst du sie nicht rechtzeitig besiegen können. Es sei denn, sie verschwindet auf mysteriöse Weise. Es war eine Redewendung, Em. Nein, ich weiß. Es ist nur, vielleicht bist du auf einer Spur. Okay, ich gehe nicht ins Gefängnis für dich. Nein, das nicht. Ich meine, vielleicht hast du recht. Es spielt keine Rolle, wie gut meine Noten sind, wenn ihre immer noch gleich bleiben. Vielleicht ist der Trick nicht, meine Noten zu verbessern, sondern ihre zu senken. Okay, das ist nicht nur absurd. Es ist unmöglich, okay? Es gibt keine Möglichkeit, das zu tun. Albert Einstein hat einmal gesagt, nur wer das Absurde versucht, erreicht das Unmögliche. Du hast den Verstand verloren. Okay, nur weil jemand besser in etwas ist als du, heißt das nicht, du solltest sie herunterziehen. Wo hast du das gehört, Puh, der Bär? Werd erwachsen. Manchmal, um weiterzukommen, muss man unfair spielen. Wie würdest du ihre Noten überhaupt verschlechtern? Durch den Einsatz der gefährlichsten Waffe, die ich zur Verfügung habe. How do you convert PDF to JPG? I don't know. How do you convert PDF to JPG? Zeit ist um. Bitte reicht eure Scanhorns nach vorne. Ich schwöre, es war ein Unfall. So sieht es nicht aus. Es war nur ein freundschaftlicher Wettbewerb. Ich gebe zu, ich kann etwas kämpferisch sein, wenn es um die schulischen Leistungen und um Sport geht. Aber Julie weiß, dass ich nie etwas tun würde, um sie absichtlich zu verletzen. Natürlich nicht. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Und ehrlich gesagt, ist es mir einfach nur peinlich. Wenn du das sagst, kann ich dich wohl mit einer Warnung gehen lassen. Aber weil das Schuljahr zu Ende geht... Ein gut gemeinter Rat? Du solltest vielleicht ein wenig den Fuß vom Gas nehmen. Oh, das erinnert mich. Ich bin froh, dass ihr beide hier seid. Heute ist die Frist zur Wahl der Jahrgangsbesten. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Habe ich völlig vergessen. Es war knapp. Ihr lagt innerhalb von 0,01% voneinander. Also haben wir die Zahlen ausgewertet und es sieht so aus... Julie ist die diesjährige Jahresbeste. Oh mein Gott, wirklich? Ich kann's nicht glauben. Ich sollte die Jahresbeste sein. Ich weiß nicht, Em. Es scheint so, als hätte sie es wirklich fair verdient. Meinst du nicht? Auch wenn du sie in den letzten Wochen sabotiert hast. Es ist in Ordnung, Zweite zu werden. Nein, ist es nicht. Zweite zu kommen ist für Loser. Niemand erinnert sich, wer Silber hat. Sie erinnern sich nur daran, wer Gold hat. Und? Du gehst doch immer noch nach Princeton. Es ändert doch gar nichts daran. Nein, es ändert nichts daran. Bis es soweit ist, die Stipendien diesen Herbst zu vergeben. Okay, wenn du nicht genug Stipendiumgeld bekommst, dann musst du eben Kredite aufnehmen. Weißt du, wie der Rest von uns. Ich bin zu schlau, um Schulden machen zu müssen. Naja, sieht so aus, als wäre das deine einzige Option. Okay, tut mir leid, Em. Es ist vorbei. Du hast verloren. Es ist nicht vorbei, bevor ich nicht das Handtuch werfe. Du kannst nicht ändern, was passiert ist. Okay, es ist Vergangenheit. Hast du nichts aus der Geschichte gelernt?
Die Geschichte ist genau das, was ich ändern werde. Ein für alle Mal. Oh mein Gott. Hey, siehst hier, siehst hier. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Zu spät. Hey, Julie. Ich habe gehört, dass du unsere Jahrgangsbeste bist. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, es war verrückt, besonders in den letzten Wochen, aber ich bin froh. Ja, ich habe mich gefragt, ob du vielleicht Zeit hast und bereit wärst, mir Nachhilfe zu geben. Weißt du, ich habe gehört, dass du anderen Menschen geholfen hast in der Vergangenheit und Trigonometrie ist einfach echt schwierig, also... Ja, ich helfe dir gerne. Womit hast du denn konkret Probleme? Weißt du... Grafenerstellung? Grafenerstellung? Das ist zufällig meine Spezialität. Wann sollen wir uns treffen? Weißt du was? Ich schaue in meinem Kalender nach und melde mich. Glaubst du nicht, dass du damit etwas zu weit gehst? Ich meine, Julie wird nicht nur Jahrgangsbeste verlieren. Sie könnte... Psst. Okay. Mann, es ist schon eine Woche her. Ich weiß, Mr. Crane verwendet Plagiatssoftware. Vielleicht hat's nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das ist nicht meins. Und warum steht dann dein Name drauf? Ich weiß es nicht. Es ist mein Deckblatt, aber es ist nicht meine Arbeit. Ich schwöre, ich hab's nicht geschrieben. Oh, wir wissen, dass du es nicht geschrieben hast. Das ist das Problem. Du weißt, die Schule hat eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Plagiaten, Julie. Ich weiß, aber ich habe nichts plagiiert. Ich verspreche, Sie müssen mir glauben. Das ist ein großer ethischer Verstoß. Und von dir kommend bin ich... Ich war noch nie so enttäuscht. Ich habe keine Wahl. Ich muss dich jetzt als Jahresbeste disqualifizieren. Und du wirst bei der Abschlussfeier nicht dabei sein. Was? Du hast Glück, dass du nicht verwiesen wirst. Und sie regeln das mit ihrer Note. Ja. Schnell, komm, schnell, schnell, natürlich. Also 5x plus 3, mhm. Das... Emily, ich war gerade auf dem Weg, dich zu Wirklich? Finden. Wirklich? Was ist los? Nun, es gibt eine Planänderung. Julie trifft leider nicht mehr die Voraussetzungen, um die Jahresbeste verkörpern zu können. Du wirst also bei der Abschlussfeier die Rede halten. Wirklich? Sind Sie sicher? Ja. Danke, danke. Hm. Ach, tut mir so leid. Ich werde an der Rede arbeiten. Und zwar sofort. Ich kann nicht glauben, dass es endlich soweit ist. Konntest du meine Rede lesen? Siehst du mich gut, oder? Was du Julie angetan hast, war schlimm, Anne. Sie sollte es sein, die darauf geht und die Rede hält. Nicht du. Naja, ich war schlauer als sie, nicht wahr? Ich meine, darum geht es doch bei der Jahresbesten. Ich hab's mir verdient. Und jetzt, ohne weitere Umschweife, ist es mir eine Ehre, der diesjährigen Jahresbesten zu gratulieren. Emily Brighton. Vielen Dank, Direktor Owens. Ich kann es schwer beschreiben, wie dankbar ich bin für diese Auszeichnung unter all meinen Kollegen. Ich möchte mich gerne bei meiner Familie bedanken, meinen Freunden, meinen Lehrern und allen anderen, die mir auf meinem Weg geholfen haben. Ohne euch alle wäre dies nicht möglich gewesen. In den letzten 4 Jahren habe ich viel gelernt. Und hier oben zu sein, unsere Klasse zu repräsentieren, ich war noch... Nie so... Was ist los? Was ist denn bloß los? Was ist das?
die Wahrheit. Was macht sie hier? Wer hat sie reingelassen? Ich bin hier, um dich bloßzustellen als die Betrügerin, die du bist, Emily. Betrügerin? Heute Morgen ist jemand auf der falschen Seite des Bettes aufgewacht. Können wir das ausschalten? Sieht so aus, als hättest du nicht genug aufgepasst im Computerunterricht. Okay, du hattest deinen Spaß. Gibt es bei solchen Dingen Sicherheitspersonal? Die einzige, worum sich der Sicherheitsdienst kümmern wird, bist du. Nachdem ich allen gezeigt habe, was du getan hast. Und was genau ist das? Ich bin froh, dass du fragst. Hier ist mein Scantron aus Fletchers Klasse. Letzten Monat habe ich eine 5 bekommen. Aber das ist nicht meine Handschrift, oder? Es ist deine. Du bist die Einzige, die ein X über II setzt. Genau wie du es bei meinem gefälschten Scantron getan hast. Du, sie ist verrückt. Du bist verrückt. Du hast es vertauscht, damit ich die Prüfung nicht bestehe. Aber das war noch nicht genug für dich, oder? Nachdem ich die Handschriftprobe gefunden hatte, begann alles klar zu werden. Also bin ich an deinen Spind und fand meine fehlende Sportkleidung. Ich konnte also nicht am Sport teilnehmen. Du warst an meinem Spind? Das ist ein Verstoß. Das ist nicht in Ordnung. Genau. Als ob du die Unschuldige wärst. Aber dann fand ich den größten Verrat von allen. Hier ist der Beweis, dass Emily an einem Schulcomputer war, einen plagierten Aufsatz ausdruckte und meinen Namen draufschrieb, um mich als Jahresbeste zu disqualifizieren. Verschwinde von der Bühne, Lügner! Gerechtigkeit für Julie! 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 Alles klar, Julie, Moment, nein! Was ist mit meiner Rede? Die einzige Rede, die du heute hören wirst, ist eine Rede von der Princeton-Zulassungsstelle. Komm also. Hey. Wenn du hier bist, um zu triumphieren, lass es. Owen hat bereits Princeton angerufen und sie haben mein Zulassungsangebot zurückgezogen. Also, du hast gewonnen. Bist du jetzt glücklich? Nein. Schau mal, ich fand's nicht gut, was du getan hast. Weißt du, es war wirklich ziemlich schlimm. Und es wird eine Menge Zeit brauchen und Therapie, um das wegzustecken. Aber ich will nur sagen, ich versteh's. Was? Die Beste zu sein ist nicht einfach. Mein ganzes Leben lang gab es immer diese Erwartung, immer die Erste zu sein. Einfach immer perfekt zu sein. Für meine Eltern, Lehrer, Schüler. Aber am wichtigsten ist, diese Erwartung hatte ich schon immer an mich selbst. Und ich denke, du hast sie auch. Ich hatte einen ganzen 10-Jahres-Plan ausgearbeitet. Nur 10? Meine ist 20. Sorry, ich wollte dich nicht übertrumpfen. Vielleicht mag ich dich nicht, aber ich verstehe dich, denn ich bin du. Nur weniger hinterhältig. Ich kann nicht glauben, was ich jetzt sagen werde, aber hey, danke für das, was du gesagt hast. Ich glaube nicht, dass irgendwer jemals wirklich verstanden hat, warum mir das so wichtig war. Und zweiter Platz ist nicht gerade meine Stärke. Tut mir leid, was ich getan habe. Das hast du nicht verdient. Ich denke, vielleicht hatte Tanja recht. Nur weil jemand etwas besser kann als du, bedeutet das nicht, dass du sie herunterziehen musst. Naja, ich denke, das war's. Nach heute trennen sich unsere Wege. Ich werde in Stanford sein und du wirst in... Wahrscheinlich Brown. Ist meine Backup-Uni. Also, du wirst nach Brown gehen. Ich werde nach Stanford gehen. Wir beide werden als Jahrgangsbeste abschließen und unsere Karrieren beginnen. Eigentlich werde ich das Jurastudium anfangen. Warte, du hast vor, Jura zu studieren? Ja. Ich auch. Wo? Harvard. Emily. Viel Glück und wir sehen uns zu einem Rückkampf in 4 Jahren, Brighton.